Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Special, dieses Mal mit der Beta von Crysis 3. Mit mir, dem Mr. Minions MP und dem Spielmodus Hunter. Ja, Hunter ist der Spielmodus. Es ist eigentlich ein bisschen wie Zombie-Modus. Es gibt Jäger, die sind unsichtbar, haben eine erhöhte Laufreichweite, kriegen keinen Fallschaden und so weiter, sind unsichtbar und müssen uns allerdings mit dem Bogen töten. Wir sind natürlich die Masse und müssen versuchen zu überleben. Oh, mein Team kriegt schon auf die Fresse. Und ich bin ein ganz normaler Überlebender, quasi ein Soldat. Und ich höre... Oh, und tot. Supi. Buff. So, und wenn man stirbt, wird man selber zum Hunter. Das schon ein bisschen angezockt, endlich mal einen Server gefunden, nachdem ich keinen 300er Ping habe. Also, das ist natürlich dann die Ami-Server, die das haben. Ja, danke schön. Na komm, ich krieg die Schnur, ihr seht, ich bin nicht so. Also, ich bin keiner mit diesem Premium, das ist so eine Art Sniper-Waffe ein bisschen. Und ich bin einfach nie gut und sowas gewesen. Achso, ich sehe auch mal da, wo der ist. Na, verkämpfen wir uns. Wo hockt denn der? Hä? Okay, wir haben es geschafft. Ich habe ja massenweise dazu beigetragen. Ich bin ja absolut abgegangen, ja? Pam. So, wir spielen wieder den Cell Operative. Und zwar benutzen wir die Typhoon. Wer die 7 Wunder von Crysis gesehen hat, dürfte das auch sehen. Gesehen haben. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen mehr beim Team auf. Ihr seht, wir haben ja jetzt auch keinen Nanosuit, also doch, wir haben sogar einen Nanosuit an, eventuell, weil wir können relativ hoch springen. Können wir nicht mal. Okay, nehmen wir alles zurück, wir haben keinen Nanosuit. Ihr seht, mein Radar unten wird rot und wir hören dieses Geräusch im Hintergrund. Das sagt mir, wie nah so ein Hunter an uns dran ist. Irgendeiner hat. Oder? Ja. Ist gerade einer gestorben. Survival Bonus. Wo sind denn die Penner? Okay, ich kann die Tatortmusik kein Stück. Fällt mir auf. Manche von euch kennen wahrscheinlich nicht mal Tatort. Und was hat Tatort überhaupt im Crysis 3 zu suchen? Nichts. Wo sind denn die? Hier kommt einer. Das ist halt das Fiese dann, dass man echt nicht weiß, wie diese dummen Kisser sind. Wow. Da war er. Scheiße. Ich brauche Muni, ich habe nicht mehr so viel. Wenn man immer nur ein Magazin hat, das kann man sich zwar nachfüllen an Muni-Boxen, aber... Ja, Jesus, das ist insane, da gebe ich euch recht. Oh, wieder einer. Okay, da ist einer ausgeschüttet worden. Hab dich. Oh shit, Hunter. Puh, ich muss das mal nachladen gerade deswegen. Nein, den hätte ich jetzt gerne noch gekillt. Ja, Skiddick. Es sind immer 5 Runden bei Hunter übrigens. Na, das ist fucked up, ne? So. 4, 3, 2, 1. The Hunters are coming. Nee, don't let them fight you. Ich dachte gerade, die Texturen hätten sich doch so rausgearbeitet, aber das ist tatsächlich, sieht tatsächlich so aus bei der Waffe. So. Wie ihr seht, ich habe noch nicht so lange gespielt, ich bin jetzt Level 8. Und ich bin meistens wirklich nicht so wirklich gut in dem Spiel, also... Nee, wirklich nicht. Ich kann nicht behaupten, dass ich richtig abgehe in dem Spiel, oder...
sagen wir mal, ich bin schlecht bis moderat. Ich habe meistens so ein Score von 14 zu 16 oder so. Ja, incoming, get ready, das wissen wir doch. Oder wir sehen es zumindest. Und das könnte übel enden. Ich würde gerne ein bisschen mehr bei meiner Gruppe stehen. Ah, da kommt schon einer. Nie stehen bleiben, weil dann ist man sowieso instant tot, weil diese Pfeile einen ja one-hitten. Aber was? Die machen nicht mal One-Hit? Interessant. Das würde ich jetzt gerade mal sehen, der Abschusskamera. Hä, was hat mich denn da erwischt? Hat mich jemand angeboxt oder so? Die fieseste Waffe, die die Cell noch gegen die Hunter haben, ist so eine Sensorgranate, mit denen die Hunter sichtbar gemacht werden. Der ist da lang. Den hole ich mir jetzt, den kaufe ich mir. Ich kann nicht so schnell laufen, wenn ich den Bogen gespannt habe. Da war der Schimmelgesicht. Nein! Ja, das ist unverzeihlich. Schämen sollten wir uns. Los, schämt euch Menschen, die mir zuschauen. Ranger. So. Sniper werde ich ganz sicher nicht spielen und Schrotflinte könnte ich mal ausprobieren. Kann ich, glaube ich, nächste Runde mal machen. Round 4 starting. Aha. Ja. Ja, die brauchen auch nicht lang zum Joinen, ne? Geht's mal los, vielleicht? Danke. Ich wurde auch gar nicht verzögert gespawnt, oh mein Kind. Ja, jetzt kann ich es leicht nachvollziehen, warum ich so spät gespawnt bin, ne? Sehr schön, der war sauber. Irgendwo ein Hunter. Schön. Aber es gibt halt schöne Punkte, wenn man die tötet. Nein! Ach, verdammt, den habe ich jetzt gerade noch gesehen. Ach so, es war nicht mal der. Ach, dann war das ein Teammate, okay. Ich dachte. Ja. Tun wir hoffentlich. Die Beta ist übrigens nur auf Englisch, also ich habe das, oder wohl, ich glaube, die gibt's auch auf Deutsch, aber ich habe ja mein Team immer auf Englisch. Level up! Wow, wir sind noch mächtiger geworden. Wir sind alle. Achso, ich habe gerade verstanden, 3 Sekunden verbleiben. Ich habe gedacht, ja super. Oh. Ah, pff, den hättest du aber treffen können. Jetzt kommt's. Nyeet! Diese Waffe ist so krank, die Typhoon. Ich will dir nicht wissen, wie die Multiplayer abgeht, wenn man die da kriegt. Was ich natürlich sagen wollte, ich weiß jetzt, wie ich das mit Worms machen werde. Wieso höre ich eigentlich jemanden im Hintergrund? Verdammt nochmal, ich bin zwar im Teamspeak, aber in einem Aufnahmebereich. Das heißt, eigentlich kann da keiner reden. Irgendwas an meinem PC macht jetzt auch noch ein bisschen geilen Lärm im Hintergrund. Momentchen. Na wundervoll, das ist ein tolles Geräusch. Kann ich jetzt auch nicht brauchen. Ja, die Tonlage verändert sich nein schon mal. Ist das ein verklemmter Licht da vorne dran? Oder ich weiß, dass es vorne ist. Verzeiht mir das Geräusch gerade mal. Ist der dumme Hunter? Mein Schiff.
seconds remaining. Klingt wundervoll wahrscheinlich für euch. Werde ich gleich kurz den Cut machen nach der Runde. Und mich um das Problem kurz kümmern. Dagegen hauen hilft schon mal nicht so wundervoll, aber... naja. Noch ein paar Sekunden. Was? Ach, die Sekunde, das war diese Sensorgranate. Okay, da kommen wir nicht hoch. Weil das Geräusch, was ihr hört, ist gar nicht so leise wie wie sich das für mich anhört mit schallgedämpftem Headset. Also schallgedämpftem Headset ist natürlich übertrieben, aber mit gedämpftem Headset. Wow, da habe ich jetzt mal richtig gefailt. Return to base. Lol. Ist das ein Frontkühler? Nee. Wir sehen uns gleich wieder. Moment. Bis gleich. So, weiter geht's. Problem gefunden, Problem beseitigt. Jetzt, das war an meinem Prozessorkühler ein kleines Kabel, was da sich so dran geratscht hat. Das war dieses Geräusch. Ah, oh, jetzt ist schon wieder leise. Wundervoll. Ja, weil sich das für mich ein bisschen anhört wie so ein Frontkühler erst. Aber das lag dann daran, dass das mein Headset so isoliert hat. Aber mein Headset schon krank isoliert. Das hat sich für mich nicht mal halb so laut angehört, wie wahrscheinlich für euch jetzt. Na, Startspiel. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was wir spielen. Wir spielen also, okay, wir spielen den Modus Garapma 2. Was habe ich da drin? Proximity, Reloading is quicker, Auto Armor. Recoil in ADS. Ja, das klingt interessant. Einfach nur weniger Rückstoß. Ich muss meine Kaste. Das ist jetzt Crash Site. Genau. Werde ich mir nämlich jetzt gleich noch. Ich hasse das. Unsichtbar machen, da steht doch einer. Genau, da kommt einer. Warte, nicht meine Waffe, so ein fucking Rückstoß. Heilige, ey. Bam. Einmal Loch im Kopf. So, wie gesagt, das ist jetzt der Spielmodus Crash Site. Wir müssen einfach Punkte halten. Jetzt werden wir auf Steam angeschrieben. So, wo hocken sie denn? Aua. Ah, warum zur Hölle macht der halbe Meter da jetzt meine Energie so weg? Ja, supi, Alter! Dieser Penner soll echt mal aufhören, da in der Ecke zu campen. Den holen wir uns jetzt mal, weil treffen kann er anscheinend nicht so toll. Da ist er. Schon wieder steht einer hinter uns. Was? Wo kam der denn jetzt her? Ja, genau. Zum Glück lief der auch bei mir in der Vision komplett anders. Und da sind wir auch schon wieder. Mir ist gerade die Crisis-Echse abgeschmiert. Sorry dafür. Join Match. Gucken wir mal. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, war, Crysis 3 wird, nachdem ich jetzt hier gesehen habe, das lässt sich sehr schön aufnehmen, auf jeden Fall als Projekt kommen. Ich schätze mal, ich werde Worms noch in der Zeit weiterspielen, bis es released wird, also ich werde Worms wahrscheinlich dann noch weiterspielen. Mal ein bisschen Multiplayer, mal gucken, was wir so machen. Oh, ich hasse Warteschlangen. Und danach würde ich sagen, wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, würde ich sagen, breche ich das dann ab und... hoppala. Oh lol, da komme ich da jetzt rein.